Ja, irgendwie schwierig. Guten Abend. Wir haben hier, also nur rein aus wissenschaftlichem Interesse, noch zwei weitere Versionen des Klassikers hier in dieser Garderobe in Stuttgart. Ne, ich gebe hier die Version lang und dünn. Ja. Dann, genau. Und hier irgendwie die Version kurz und dick. Ja. Dazu gibt es ja. Dazu gibt es ja dann noch wissenschaftliche Merksätze. Lang und schmal, Frauenqual. Kurz und dick, Frauenglück. Denke ich mir, das sollte eigentlich in der Ecke Playgirl draufstehen. Tut's nicht. Dabei war er doch ein Playgirl drin. Aber das war ein Copyright-Problem, dass wir nicht die ganze dieses Bild rumzeigen dürfen, wo in der Ecke Playgirl drin steht. Und ist halt noch größer drauf. Deswegen. Ich glaube, nach der Type 1 negative Erfahrung werden sie sich auch nicht nochmal buchen. Ja. Aber einmal, ein einziges Mal ein richtiger Rockstar, ein härterer Rock-Metal-Rockstar in der Playgirl nackt, Peter Steele von Type 1 negative, der angeblich ein Riesengemächt hat, ich weiß nicht, ich habe es nicht wirklich gesehen. Und dann war das die schlecht verkaufteste Playgirl-Ausgabe aller Zeiten. Ich habe auch letztens irgendwo so eine Liste der Schwanzlängen verschiedener Rockmusiker auf irgendeiner Groupie-Seite gefunden. Mit Sicherheit alle exakt nachgemessen und authentisch, oder? Ja, und da stand also irgendwie Pete Steele jenseits jeglicher Messungen. London Silver? Gibt es kein Meter also, ja, genau. Angeblich hatte Robert Plant noch einen recht großen Zipfel. Und dann ging es irgendwie runter. Wir hatten nur gemerkt, Billy Joe Armstrong von Green Day hat angeblich nur 7 cm. Ja, da würde ich jetzt dir mal so einschätzen, dass er das mit Selbstironie so angegeben hat. Nee, das sind ja angeblich so Dinge, was sich Groupies gegenseitig erzählen, weißt du? Ja, dazu muss ich jetzt sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass bei diesem Messverfahren die Länge des Gemächts durchaus auch vom jeweiligen messenden Groupie abhängen kann. Das ist ja auch nicht ganz fair. Ne? Ja, da hast du was recht. Sagen denn eure Groupies so? Du, weiß ich, da musst du die Groupies fragen, würde ich mal sagen. Weißt du, ich bin mein eigenes Groupie oder was willst du mir da jetzt sagen? Ich kann mich wirklich hier hinstellen und ehrlich sagen, ich habe auch zwei One-Night-Stands in meinem Leben gehabt, aber mit JBO habe ich nie ein Groupie gefickt. Nie, kein einziges Mal. Langweilig, ne? Was sind Groupies eigentlich? Das ist so eine Legende. Ja. So wie ja. Elben oder Zwerge. Ja, also ich möchte jetzt schon mal wissen, was sind Groupies? Ja. Ich möchte ja, also jetzt muss ich also auch sagen, die beiden Journalistinnen in Bremen, das wären typische Groupies gewesen. Okay. Oder? Ich dachte, es gehört zu Groupies dazu, dass sie gut aussehen. Nö, nee, warum? Das ist ja auch ein Subjekt. Das ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff, gut aussehen. Okay, aber ich möchte das doch bitte. Okay. Ich glaube, hier müssen wir jetzt langsam ein bisschen zensieren. Du kannst ja auch versuchen, du kannst jetzt hier eine Message loslassen. An wen? An die Groupies. An die potenziellen Groupies. Ihr solltet gut aussehen. Und ihr solltet nicht völlig blöd sein. Jetzt sympathisch wäre auch nicht schlecht. Jetzt wird es aber richtig schwierig. Ja. Da legt er den Messlatte ganz schön hoch. Ja. Und natürlich völlig tabulos. Yeah.